Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Schönen guten Morgen, liebe Camper. Ich hatte ja vor, Weihnachten 3 Tage wegzufahren mit meinem Hightech-Wohnmobil, was ja schon 300.000 Kilometer gelaufen hat. Ne? Ja, pass auf, ich gehe heute Morgen im Auto. Meine Tochter kam zu mir hin und sagt, sie braucht den Kilometerstand vom Fahrzeug. Weil Ende des Jahres, wisst ihr alle hier, Finanzamt, Buchführung und wie heißt das hier, Inventur, bla bla bla. Auf jeden Fall braucht sie alle Daten von dem. Von dem Bus waren wir heute Morgen draußen, den Smart, meine V-Klasse, von allen Autos, außer meinem Porsche, den habe ich, der brauchen die nicht, das geht den Scheißdreck an. Mein Iveco, alles geguckt, gehe ich im Auto rein und möchte ihr den Zählerstand geben, Kilometerstand, nichts, gar nichts. So, hier steht die Batterie. Die Batterie ist 1 Jahr alt. Ja, Kabel dran gemacht, pupp, pass mal auf. Sebastian, mach du mal die Klemme dran auf der anderen Seite. Ja, mach mal an, ja. So, 9 Volt. So, mach mal die Klemme hier bitte dran. Ja, mach die Klemme mal dran. Boom, Ende. Geht sofort aus, Ladegerät. Guck mal, Batterie hat 14,6. Geht ja nicht. Kannst ja nicht von 9 Volt auf 14,6. Ja, das bummst die sofort. Gar nichts mehr. Noch nicht mal ging eine Lampe an. Noch nicht mal ging eine Lampe an. Diese Batterie ist mausetot. So, was habe ich gemacht? Eine Warta Silver geholt, reingebaut. Alles gut. Dann fangen die Probleme erst richtig an. Störung Servolenkung. Störung ABS. Störung das. So viele Lampen habe ich noch nie gesehen. Ne, das ist ja Weihnachten. Ne? So viele Lampen habe ich noch nie gesehen. Jetzt schaut mal hier. Gut, kriegen wir alles hin. Weil Servolenkung, Störung, alles. Ruf mal eben auf, mach mal hier fertig. Ja. Ich habe nämlich meine Brille nicht da. So. Guck mal, wie schön man das jetzt hier. Muss ja alles haben. Jetzt muss sowas alles haben. Ich habe früher auch mal für Kollegen oder was. Haben wir viele Geräte, habe ich geholt bei eBay. 200 Euro, 300 Euro, bis 600 Euro, 700 Euro. Halbes Jahr kannst du alles in die Tonne schmeißen. Also muss man fast 11.200 Euro ausgeben. Da steckt eine Firma hinter, da ist Support hinter. Wie nennt man das? Diese ganzen Updates. Ich komme, ob das ein Actros ist, ob das ein Iveco ist. Überall komme ich rein. In je. Auch Fernführung, ne? Ja, ja. Man auch von weiter Entfernung her sagen kann. Ja, hatten wir jetzt. Großen Firmen zum Beispiel, da kann man sagen, man hat ein Problem mit das und das. Dann können schaut euch das mal an hier. Fehler, alles Fehler. So, wir hatten letzte Woche einen Karthago, der war 2-mal in der Werkstatt bei seinem Händler. Ja, sie hätten alles angeguckt, der Kunde hat, der hat eine riesen. Alles ganz nur beschrieben, ja, ja. Spannungen. Ja. Geh mal auf Löschen, kannst schon mal Löschen machen. Hatten wir einen Karthago, hat riesen Probleme mit seinem Fahrzeug. War 2-mal oder 3-mal in der Werkstatt, aber bei seinem Händler. Und das war es nicht du, das war Marcel. Marcel hat den angeschlossen. Unterbrechung, Batterie oder Starter, irgendwie sowas stand da. Dann ist der Marcel zum Auto gegangen, war an der Batterie, das dicke Hauptkabel war ganz los. Angezogen, fertig. Und da war der 3-mal beim Händler. Ja. Das ist schon echt eine feine Sache, wenn du dir, ja, wenn du alles, alles selber machen kannst, ja. Gut, kann nicht jeder kaufen, ist natürlich ein Schweinegeld. Man so ein muss aber auch haben, ne? Ja gut, okay, ja. Wie soll das gehen? Wie oft brauchen wir das? Ich sage nur, der neue California, baust du die Batterie aus, Lampen an. Ja, was mache ich denn dann? Sag ich dem Kunde, du musst in die Werkstatt fahren? Ne? Ja, das ist, glaube ich, was er nicht hat. Ne? Rot ist, wo er nicht drauf zugreifen ja, kann. Und die anderen haben wir alle gelöscht. Das Kabel verbraucht, was wir jetzt noch hier drin liegen haben. Und das Grüne ist das, was schon erkannt wurde und gelöscht wurde. Das ist okay. Ja, interessant mit dem Kabel. Interessant mit dem Kabel. Für Iveco brauchst du ein neues, die haben ein neues Kabel. Dieses Kabel, guck, hier ist noch alles drauf, weil wir haben mit der Firma gesprochen, weil wir ein Auto haben, geht nicht.
Nein, ihr braucht für diese Fahrzeuge ein neues Kabel. Ich sag, wofür? Haben doch OBD. Nein, ihr braucht ein neues. 268 Euro. Jetzt ist es so. Warum gibt man das aus? Vielleicht mache ich so ein Auto einmal im Jahr. Dann habe ich das Geld hier umsonst ausgegeben. Ja, das rechnet sich aber dann. Nein, das braucht sich nicht rechnen. Nein, ich habe ein Klimagerät, ich habe eine Reifenwuchtmaschine, ich habe ein OBD. So, jetzt habe ich einen Reifen kaputt oder den Luftdrucksensor. Mhm. Dann setze ich mich im Auto, dann fahre ich jetzt fast 35 Kilometer nach Iveco, fahre wieder zurück. Die müssen mir die Fehler löschen. Ja, ich kann alles alleine. Das muss eine Caravan-Fachwerkstatt können. Das Rad runternehmen. Wir haben damals ein Problem gehabt. Das war die Story. Wir haben die Reifenwuchtmaschine gekauft. Da hatte ich noch den Morello. Irgendwann geht der Sebastian hin, nimmt das Rad runter, geht mit dem Rad nach hinten, passt gar nicht. Ne? Der kann es passen. Hier habe ich die Firma angerufen, die uns die Maschine verkauft haben. Da habe ich gesagt, hör mal, Kinder, so geht das nicht. Wir haben damals gesagt, wir machen Reisemobile und das funktioniert nicht. Und ja, und hin und her, aber super kulante Firma. Da war die Maschine, ja, 2 Monate hatten wir die schon. Ja, ich glaube, einen Monat war ich sogar alt. Ja, weil wir haben ja nicht getestet. Ne? Da habe ich gesagt, aber das geht nicht. Ne? Ich sage, guck mal, da habe ich noch E-Mails-Verkehr gehabt. Reisemobile, ja, ja. Da haben die anstandslos die Maschine zurückgenommen, haben noch gut, haben noch sauber gemacht, alles haben wir abgewaschen, das, ne? Und haben anstandslos die Maschine zurückgenommen, haben eine neue geliefert, wo ich dann einen Aufpreis zahlen musste, haben uns aber nicht im Regen stehen lassen. Ne? Und darum, der Adapter, das ist natürlich brutal, ne? das ist ja schon unglaublich. Ne? Ja, aber wenn ich den nicht habe, kann ich nichts machen. Ob da ein Actros ist. Gestern, meine Tochter fährt gestern zum TÜV. Kinder, die TÜV, da will ich euch mal was zu sagen. Meine Tochter fährt einen relativ neuen Luxus-BMW. So ein X6 Coupé, so ein teures Ding. Egal. Meine Tochter sagt, sie hat keine Zeit und so. Dann sagte der Florian, stell den doch bei der Dekra ab. Hat sie abgestellt. Und irgendwann ruft sie an, ja, Auto ist fertig. Kommt meine Tochter wieder, kein TÜV. Kein TÜV. Ja, ich sagte, zeig mal her, der Zettel. Gucke ich da drauf. Notruf-Kommunikationsmodul, weil die Autos haben doch so eine Notrufgedöne. Für einen Unfall ja, ist ausgefallen. Boah, Augenblick mal, habe ich gesagt. In die Werkstatt gefahren, Fehler gelöscht, bin ich rübergefahren. Ich sage, hier, kein Fehler. Ja, und dann, ich sage, kein Fehler, bitte einmal TÜV. 2 Minuten war ich fertig. Heute Morgen sagt sie, die Lampe war wieder an, dann geht sie wieder aus und wieder an. Das hatte meine Frau am BMW auch. Aber hat bei meiner Frau bei BMW, glaube ich, 360 Euro gekostet. Haben die da irgendwas neu gemacht? Egal. Ich bin rübergefahren, habe den Fehler gelöscht. Ist doch hier. Jetzt ist das aus. Gut, die kennen uns, sind auch vorsichtig. Wir machen im Sommer über 100 Fahrzeuge. Da sind auch super nett. Also er sagt nur, ich darf das nicht. Dann steht da drin, das Modul geht nicht. So, haben wir das gelöscht. Aber schön ist, wenn du so ein Gerät hast. Ja, das ist T6 oder T7 oder wie heißt das Ding mittlerweile, die Batterie raus, hatten wir in dem Modul viele Fehler. Hätte das Auto nicht rausgeben können. Und das wird heute gemacht. Das Auto ist fertig, Kunde bezahlt, hat Lithium, 2 Platten Solar. Hören Sie mal, wir haben da Dinge, Sie müssen jetzt eben nach VW zur Werkstatt. Die Tage sagen mir, da lässt sich ein Kühlschrank einbauen. Sie müssen jetzt zum Schreiner fahren. Patsch rein, für die Seitenblende und schick machen. Das geht so nicht. Liebe Camper, so geht das nicht. Ja, du musst deine Arbeit ordentlich, bitte ordentlich abliefern, komplett. Ja, und du musst ja aufpassen, wenn hier ein Fahrzeug rausfährt, sagt jetzt Airbag gestört, weil du daran gearbeitet hast, du schickst den aber zu der VW-Werkstatt in 20 Kilometer. Ich weiß ja nicht, was ist, wenn in den 20 Kilometer etwas passiert. Der Airbag geht dir, er sagt ja gestört, ich weiß es ja nicht. Und dann kommt der Airbag nicht raus und sagt der Kunde, ja, ich war ja auf dem Weg, ich kam ja aus der Werkstatt, ich wollte ja gerade meinen Airbag reparieren lassen, aber dazu, jetzt habe ich einen Bums gebaut. Dann muss ich zahlen. Also geht kein Weg dran vorbei,
so ein hochwertiges Gerät anzuschaffen. Niemals. Ja, Christoph, haben wir gemacht. Da bin ich ganz ehrlich. Da sage ich jetzt ganz ehrlich. Götz war 200 € bei eBay und noch ein bei eBay. Und die ganze Schublade war voll. Ich sag's mal damals zum Sebastian, fährt ja ein älterer, ein Alpha, ist ja Alpha-Fan hier. Nimm mit, was du davon gebrauchen kannst. Mache ich nicht mehr. Heute, wenn ein Problem ist, helfen die uns. Wir machen auch im Januar oder Februar müssen 2 Leute nach Texas. Das ist der Marcel und der Sebastian. Da muss ich durch, weil der kann so unglaublich viel. Wir waren an einem Auto dran und wir kriegen das nicht hin. Und dann angerufen, sie müssen das und das und das und das. Plötzlich sagt der Sebastian, 3 Untermenüs. Und plötzlich war der ganze VW da, konnten alles machen. Alleine schon hier, wenn man guckt, ne, man kann nicht nur Fehler löschen mit so einem Gerät. Man kann ja auch den Service zurückstellen, man kann einen Stellglied-Test machen, wenn der Motor zum Beispiel ist. Und man kann zum Beispiel Kodierungen machen. Schlüssel. Ja, Schlüssel. Ja, haben wir schon gemacht. Ich wollte, das habe ich gemacht, weil wir so neugierig waren. Ich habe für den Iveco jetzt 3 Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gekauft und dann habe ich gesagt, das hat ein bisschen gedauert. Da war 3/4 Stunde waren wir dran. Immer wieder, probier mal, nein. Und irgendwann, jetzt probier mal, ging. Können wir Schlüssel anlernen. Das nächste ist, ich mache meinen Ölwechsel selber. Ich möchte wissen, was ich für ein Öl rein tue. Ja, wir haben auch das Entlüftungsgerät vorne auf so einem Wagen für die Bremsflüssigkeit zu entlüften und abzusaugen, hat der Götz auch. So, dann mache ich eine Wartung, dann sagt das Auto, zurückstellen. Ich muss ja wissen, wann ich die Bremse dran gebaut habe. Und dadurch ist das schon gut, dass man sowas hat. Ja? Es geht sich gar nicht darum, in der Werkstatt 1.000 € zu bezahlen. Ich habe die Zeit nicht. Ich bin viel enttäuscht worden von Werkstätten. Mein Auto, mein Teppich war total schmierig. Waren Ölflecken auf dem Teppich. Ne? Das habe ich alles durch. Ja? Und kein Sitzschoner auf dem Sitz. Nicht alle, aber es gibt solche Betriebe, dann mache ich das hier selber. Dann fahre ich den bei mir auf der Grube oder auf der Bühne. Wir haben das große Ding gekauft mit diesem Trichter, den man unter die Ölwanne schiebt. Haben wir alles, wir haben alles. Dann mache ich meinen Ölwechsel, ich mache meinen Service, stelle ich zurück. Ich weiß, dass es meinem Auto gut geht und dass ich alles gemacht habe. Ja? Und das ist mir so wichtig dabei. Aber seht ihr, heute Morgen einfach nur Klick und nichts geht mehr. So, liebe Camper, also müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn die Batterie leer ist. Jetzt kommt es. Eigentlich habe ich was Wichtiges vergessen. Mama, ich habe im Auto einen Rapid. Dann wird das aber das geilste Ding, was es gibt, 1000-fach verkauft. Irgendwas muss da passiert sein. Die hat einen Kurzschluss. Weil am Rapid war die Sicherung raus. Überlegt ihr mal. Ich habe 2 Rapids drin. Da habe ich mal gemacht, einer ist ja für den Smart, wenn ich den hinten drin habe. 10 Ampere Sicherung raus. Der Ladestrom ist aber nur 3 Ampere. Eigentlich der Standby-Strom ist 1,5 Ampere. Mal 2 sind 3 Ampere. So, irgendwas muss da richtig, weil der Flo macht das Ladegerät dran, boah, sagt er, funkt das. Und könnt ihr alles vergessen. Ne? Passiert und dann muss man das alles, muss man die Fehler löschen. Und jetzt ist alles wieder gut. Auto ist wieder heile. Aber ich wollte nur mal sagen, das ist nicht so einfach. Das haben sie schön gelöst bei Mercedes, an meiner V-Klasse. Ich habe gestern an meiner V-Klasse auch die Batterie gewechselt, weil die Standheizung nicht mehr geht. Und die Backup-Batterie ist so groß. Guck mal, die steht bei mir auf der Werbung. Bringst du mal die Backup-Batterie, die da auf dem Tisch steht, die kleine, viereckige. Die Rollerbatterie. Ja, ja. So, da haben wir die Batterie getauscht, gar nichts. Das ist gut gelöst von Mercedes. Aber man weiß ja nicht, so eine Backup-Batterie, wie die das steuern, die hängt ja dann parallel in der anderen. Ich weiß nicht, wie Mercedes da macht. Die wäre ja dann auch im Arsch. Denn wenn die einen Kurzschluss hat, hier, mein Mercedes habe ich neu gemacht, letzte Woche. Ja, neue Mercedes. Das ist die Backup-Batterie. Jetzt kann ich meine Starter-Batterie, haben wir gestern rausgezogen, eine neue reingeschoben, nichts, kein Fehler, kein gar nichts. Ja, das ist ja nur 12, wofür die genau so richtig habe ich noch nicht. So, egal, fertig. Liebe Camper, Götz hat heute Scheiße gehabt. Ab. Ja. Ganz wichtig ist auf jeden Fall vorm Winter oder bitte mal die Batterie mal zwischenzuladen. Ja, ja, das Zwischenladen, ist sehr, sehr wichtig. Aber im Endeffekt mache ich das ja mit meinem Rapid. Irgendwas ist hier vorgefallen. Die hat voll einen Kurzschluss. Und wenn ihr
kann man jetzt nicht hören. Wir haben gerade die Stopfen abgehabt. Alles drin, Säure, tiptop die Batterie. Ja, hörst du auch hier? Hör mal. Warte mal. Säure, alle voll. Und trotzdem hat die einen richtigen Kurzschluss. Wir haben hier noch einen hochwertigen Batterietester, den Mitronix. Wenn wir den dran machen, der geht auf Rot, der wird mir bestätigen, die Batterie hat einen Kurzschluss. Der Batterie ersetzen steht garantiert sofort. Ja, gut. Ist passiert, liebe Camper. Bleibt mir gesund. Bleibt lieb. Ist nicht kalt draußen. Kauft mal die Geschenke. Ja, kauft die Geschenke. So, Kanal abonnieren. Daumen hoch.